der Lupe suchen. Und dann haben sie gesagt über die Zuwanderer, die Sozialleistungen in Österreich würden Zuwanderer wie das Licht die Motten anziehen. Wissen Sie, wie es in den Spitälern ausschaut? In den Spitälern schaut so aus, dass es sehr viele ausländische Mitbürger sind. Sehr viele neue Staatsbürger, die zu uns gekommen sind, die dort Pfleger sind, die Krankenschwester sind, die Hilfsdienste leisten für unsere Mütter, für unsere Väter und die einen wichtigen Beitrag leisten. Jetzt machen wir da einen Strich, weil beim Thema Ausländer, glaube ich, kommen Sie einander nicht näher. Das ist deutlich zu sehen, aber ich würde gerne ein Thema herlegen, bei dem Sie sich ganz nah gekommen sind. Wir haben noch eine Viertelstunde. Ein zukunftsgerichtetes Thema haben Sie sich ausgesucht. Sie haben gemeinsam für die Abschaffung der Studiengebühren gestimmt. Und ich würde ganz gern von Ihnen wissen, Herr Strache, wie wollen Sie denn eigentlich verhindern, dass, so wie das früher schon war, jetzt die deutschen Numerus Clausus Flüchtlinge nach Österreich kommen und hier vor allem die Medizinuniversitäten überschwemmen, wie das schon einmal der Fall war. Wie wollen Sie das verhindern? Herr Dürnherr, ich komme gerne auch gleich auf Ihre Frage zu, aber Sie werden auch mir die Gelegenheit bieten, durchaus auf das eine oder andere noch einzugehen. Ja, wenn wir das so weitermachen, kommen wir nie von dem Thema weg. Es ist gut, dass wir das Thema heute behandelt haben. Schauen Sie, schon wieder sind Sie nervös und beginnen. Schon wieder sind Sie nervös, Herr Faymann, und haben keine Gesprächskultur. Die Umweltpolitik, Frauenpolitik interessiert Sie alles nicht. Die Zuseher wollen auch uns verstehen können. Und Sie wollen nicht, dass Sie permanent unterbrechen. Aber die Frau Thurner hat eine ganz andere Frage gestellt. Und ich sage Ihnen klar und deutlich, es ist gut, dass wir über diese Unterschiede gesprochen haben, denn ich sage, das Heimatrecht, das Menschenrecht auf Heimat, das bitte haben wir Österreicherinnen und Österreicher auch in Wien. Und es ist nicht verantwortungsvoll, wenn Sie durch eine völlig falsche Zuwanderungspolitik heute Situationen geschaffen haben in Wien, wo wir teilweise Ghettos haben, wo wir Schulklassen haben, wo in einer Schulklasse nur mit 2, 3 österreichischen Kindern sitzen, dann ist das nicht korrekt. Aber mehr sage ich dazu nicht. Können Sie mir die Frage beantworten, selbstverständlich, wie Sie das machen wollen? Na, selbstverständlich. Denn bei den Studiengebühren haben wir uns ja auch in diesem Antrag, wo wir uns einigen konnten, in vielen Bereichen durchgesetzt, was ja auch zu einem gemeinsamen Antrag geführt hat. Und ich sage Ihnen ganz konkret, was dieser Antrag insgesamt beinhaltet, weil das wichtig ist. Das war eine einfache Frage. Aber bitte, Frau Thurner, Sie werden doch bitte den Antrag mich erklären lassen. Wenn es kurz wir haben sichergestellt, dass österreichische Staatsbürger und EU-Bürger, wenn sie leistungsorientiert studieren, nämlich in der Mindestzeit mit 2 Toleranzsemestern, keine Studiengebühren zu entrichten haben. Wir haben aber sichergestellt, dass Drittstaatsangehörige, sprich Nicht-EU-Bürger, sprich EU-Ausländer, von Beginn an zahlen müssen und haben ein differenziertes System. Wir haben sichergestellt, dass es den freien Uni-Zugang für österreichische Staatsbürger geben wird. Und wir werden sicherstellen, dass ein jeder junge Österreicher auch in Zukunft einen Studienplatz erhält, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. Wir haben darüber hinaus sichergestellt... Das war eine ganz einfache Frage, die ich Ihnen gestellt habe. Frau Thurner, ja, aber bitte, man soll doch auch in einer Konfrontation die Unterschiedlichkeiten aufzeigen. Und ich sage Ihnen ganz offen, wir haben uns auch durchgesetzt, was die 35.000 Angestellten der Universität betrifft, dass die endlich auch entsprechende Kollektivverträge gesichert bekommen. Und das ist ein gutes Paket, wo insgesamt mehr in die Bildung investiert wird und unsere jungen Menschen als Staatsbürger endlich auch den freien Uni-Zugang gesichert bekommen. Also, wie soll gesichert werden, dass deutsche Numerus Clausus Flüchtlinge wie in der Vergangenheit nicht Österreichs Medizin, vor allem Medizinuniversitäten stürmen? Also Sie wissen, dass wir jetzt bemüht sind, im Rahmen des EU-Rechts Regelungen zu finden, wo wir diese schwierige Situation hintanhalten. Es gibt nur einen Plan, die Studienplätze auszubauen, dort und anderswo auf der Universität. Und dafür haben wir auch zusätzlich im Antrag finanzielle Mittel beschlossen. Weil, und da möchte ich schon etwas sagen, es unser Prinzip ist, dass so wie in den 70er Jahren Bruno Kreisky dafür gesorgt hat, dass die Schulen frei sind, dass es die Schülerfreifahrt gibt, dass es die Schulbücher gratis gibt, dass viele Arbeiterkinder damals auf höhere Schulen gekommen sind, so ist es heute das Gebot der Stunde, dafür zu sorgen, dass es keine Studiengebühren gibt, dass es aber ordentliche Plätze auf der Universität für die Ausbildung gibt und dass auch für Lehrlinge und die Berufsausbildung viel verbessert wird. Mhm. Also für Bildung, aber auch für andere Themen muss der Staat zeigen, dass sich die Bürger auf ihn verlassen können. Und dazu gehört auch die gleiche Chance und der gleiche Zugang. Ich würde noch gerne einmal auf dieses Thema der Halbierung der Mehrwertsteuer zurückkommen. Da haben Sie sich ja auch gefunden im Parlament, war ein großes Steckenpferd von Ihnen beiden. Letztlich war das so, dass eigentlich nur aufgrund einer parlamentarischen Panne, wenn nicht genug Abgeordnete anwesend waren, dieser Ihr Antrag durchgegangen ist. Aber es gibt natürlich keine Garantie. Im Gegenteil, es schaut eigentlich nicht so aus, als würde der bei der endgültigen Beschlussfassung kurz vor der Wahl, 3 Tage vor der Wahl, tatsächlich auch wirklich durchgehen und damit
sozusagen Gesetzeskraft erlangen, Herr Faymann. Halten Sie dann nicht in Wirklichkeit im Wahlkampf dann ein Thema künstlich am Leben, das eigentlich eh schon vom Tisch ist? Da sind zwei Fragen zu stellen. Die 18 Abgeordneten der ÖVP, die nicht da waren, waren die deshalb nicht da, weil sie noch nicht überzeugt sind, ob der Kurs können richtig ist? Können Sie mit dem Herrn Molterer dann gern diskutieren? Das ist die eine Frage. Die zweite habe ich das letzte Mal diskutiert. Es hat eigentlich der Herr Haider sogar ein Volksbegehren aufgelegt für die Halbierung der Lebensmittelpreise. Also ich weiß nicht, welcher Diskussionsstand sich dort durchsetzt. Mhm. Ich werde weiter darum werben, diese Maßnahme durchzusetzen, möglichst noch vor der Wahl. Es ist natürlich auch nach der Wahl möglich, eine Maßnahme zu verhandeln, je nachdem. Genau, aber da ist dazwischen der Wähler am Wort. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wähler zur Kenntnis nimmt, dass zur Teuerung der Politik nichts einfällt. Und dazu gehört eben auch die Halbierung der Mehrwertsteuer. Dazu hat gehört die Erhöhung des Pflegegelds, die Familienbeihilfe, die genannten Maßnahmen, die Erhöhung bei den Pensionen. Aber es gehört auch die Halbierung der Lebensmittel, weil es ist ja heute schon diskutiert worden. Es gibt die Mehreinnahmen und die berühmte Steuersenkung, Steuerreform von 3 Milliarden Euro, die wurde ja schon festgelegt, bevor diese Mehreinnahmen im heurigen Jahr absehbar waren. Aber die wollen Sie jetzt, die haben Sie auch verschoben um ein Jahr, sozusagen in Ihrem Plan? Nein, die haben wir nicht verschoben. Wir haben gesagt, wir wollen den 01.01.2009. Der Regierungspartner ist bis zur Stunde nicht bereit, darüber zu verhandeln. Ich halte das für falsch. Die Wirtschaftskammer und andere, die sich zu Wort gemeldet haben, halten das für falsch. Aber man muss doch realistisch zur Kenntnis nehmen, irgendwann Ende Oktober ist die Frist um, dann geht sich einfach der 01.01.2009 nicht aus. Und ich lege immer auf den Tisch, wie es ist, weil ich finde, es müssen die Wählerinnen und Wähler sehen, wofür kämpft man, was setzt man durch, was ist noch offen und was will man nachher machen. Herr Strache, ist es eigentlich fix, dass Sie dann bei dieser Parlamentssitzung, wo es dann wirklich darum geht, diese Dinge zu fixieren, wieder zustimmen, bei der Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, oder ist da dazwischen noch eine kleine Verhandlungsmasse drinnen? Könnten Sie noch ein paar Forderungen anbringen? Oder wie also, tun Sie da jetzt? Entschuldigen Sie, Frau Thurnherr, wir werden ja den freiheitlichen Forderungen, die wir jetzt seit 2 Jahren im Parlament mit 7 Anträgen, nämlich alle diese 5 Punkte, sind ja x-fach von uns mit Anträgen in den letzten beiden Jahren eingefordert worden, wo SPÖ und ÖVP nämlich sehr unglaubwürdig auch damals dagegen gestimmt haben und jetzt kurz vor der Wahl zum Glück wenigstens die SPÖ einmal in die richtige Richtung umgefallen ist. Um offenbar den Österreicherinnen und Österreichern, die der SPÖ zu Recht den Rücken gekehrt haben, um die einmal vor der Wahl, wenn es geht, täuschen zu können. Und ich sage Ihnen ganz offen, Herr Faymann, das ist doch der Hintergrund, das ist doch nicht glaubwürdig, was Sie hier gemacht haben. Das zeigt doch, dass Sie in diesem Bereich erkannt haben, zumindest einmal erkannt haben, dass das, was die letzten 2 Jahre von Ihnen als Regierungskoordinator mitzuverantworten ist, nicht erfolgreich war. Und das ist einmal gut, wenn dieser Lernprozess da ist. Aber das sind freiheitliche Forderungen und die werden wir natürlich bitte mit unterstützen, denn dafür haben wir ja seit Jahren gekämpft, dass das endlich durchgesetzt werden kann. Und da sind wir froh, wenn das gelingt. Aber ich möchte schon ein Thema ansprechen, wo ich sage, das hat wirklich Sprengkraft. Das ist das BAWAG 2-Paket, Frau Thurnherr. Herr Strache, die Spielregeln funktionieren hier so, dass ich die Themen vorgebe. Aber und wenn Sie uns nicht in der Konfrontation die Gegensätzlichkeiten aufzeigen lassen, aber Frau das Thema BAWAG 2... Das ist Sprengkraft. 1,3 Milliarden Schilling, die bitte an SPÖ hier, und SPÖ-nahe Vereine geflossen sein sollen, die, da sollten wir mal überprüfen, Herr Faymann, wie zahlen Sie Ihren Wahlkampf? Das können Sie gerne überprüfen. Kurze Antwort, wollen Sie darauf antworten? Das ist ein Unsinn und wie wir den Wahlkampf reden? Zahlen, ist bekannt, weil es die Förderungen gibt dafür und weil wir einen Wahlfonds bei unseren Mitgliedern einheben. So ist es wirklich. Und das ist in Wirklichkeit die Finanzierung unseres Wahlkampfs und der Rest passt in Ihre Schmutzkübelecken, die Sie immer hervorräumen, wenn es nicht so läuft. Anscheinend läuft es nicht so bei Ihnen, darum müssen Sie mit dem anfangen. Ich finde, die Österreicherinnen und Österreicher haben Themen, die sie weit mehr interessieren, weil die Frage, wie finanziert man den Wahlkampf, kann man ganz einfach hinlegen, kann man sagen, wie viel investiert man, wie viel bekommt man, das ist schnell abgehandelt. Die Frage, was ist die Gesundheitspolitik des Landes, das ist eine Frage, die interessiert die Leute mehr als eine Schmutzkübelecke. Da hat es ein Interview gegeben mit dem Herrn Gusenbauer und dem Oberheuschreckenbanker, nämlich David Roberts, wo beide ziemlich Spaß gehabt haben und sich ziemlich amüsiert haben, dass jetzt 400 bis 700 Mitarbeiter vor der Kündigung stehen. Nein, sag Ihnen Herr Strache, die BAWAG gehört aber nicht mehr. Aber schauen Sie, haben Sie das Interview adressiert? Da können Sie alles im Untersuchungsausschuss, meine Herren.
Weder eine Partei noch eine Gewerkschaft sind imstande, Unternehmen zu führen. Es wäre viel klüger gewesen, das abzusagen. So. Aber bedienen konnte sich die SPÖ offenbar. Wir reden hier über die Zukunft, Herr Strache, Herr Faymann. Wir reden hier über die Zukunft und betreiben nicht. Ich möchte gerne über die ganzen schwarz-blauen Verfehlungen. Ich möchte gerne auf.